Hier im Stahl gab es noch nie betriebsliche Kündigung. Und genau das wird es auch in Zukunft mit von sich geben. Hier werden gerade rote Linien und Grenzen verschoben. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sind wütend. Und wir wollen verdammt nochmal Antworten haben. Mitbestimmung muss eingebunden werden. Und wenn man uns nicht einbindet, dann passieren wie heute, dass hier Tausende von Stahlmitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier auf eine grüne Wiese kommen. Die Stahlkapazitäten sollen von 11,5 Millionen auf 9,5 reduziert werden. Das sind knapp 20% unserer Produktion. Und die alle wissen, das kann nur was mit vielen tausend Arbeitsplätzen zu tun haben. Stahl ist super! Stahl ist super! Wir dachten, es geht nicht schlimmer. Er toppt es jedes Mal, dieser Vorstand von der ThyssenKrupp AG. Wir sind ganz spontan damit konfrontiert worden, dass Herr Kretinsky mit 20% beim Stahl einsteigen wird, ohne die Mitbestimmung rechtzeitig und umfassend zu informieren. Und das ist für uns ein No-Go. Ein Investor ist normalerweise immer gut, aber wir kennen seine Absichten nicht. Wir sind heute hier, weil wir keinerlei Informationen haben, wie das mit der Restrukturierung vonstatten gehen soll. Keinerlei Informationen, wie das mit dem Investor weitergehen soll. Ich will von diesem Vorstand wissen, nicht nur ich, sondern meine Kollegen im Landtag, im Bundestag, aber auch im Europäischen Parlament, wie es mit diesem Stahlstandort in Europa weitergeht. Stahl ist super! Stahl ist super! Stahl ist super! Ihr steht heute hier, um für eure Standorte und Arbeitsplätze zu kämpfen. Aber ich sage euch, ihr kämpft nicht nur für eure Standorte und Arbeitsplätze, ihr kämpft für eure Heimat, ihr kämpft für Nordrhein-Westfalen und ihr kämpft für ganz Deutschland. Und ihr seid nicht allein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ohne Stahl werden wir keine Industrie behalten und ohne Industrie werden wir auf Dauer ein Armenhaus werden. Und deswegen ist dieser Kampf so wichtig, dass wir eine Industrienation bleiben. Lieber Vorstand, wir haben hier gemeinsam für unsere Standorte gekämpft, mit euch zusammen für eine Zukunft, für die Investitionen, für die Unterstützung auch von der politischen Seite. Und jetzt seid ihr dran, lasst uns nicht hängen, lasst uns weiter zusammen für die Zukunft arbeiten. Wir haben rote Linien. Und diese roten Linien sind wirklich dunkelrot. Das heißt, keine betriebsbedingten Kündigungen, Einhaltung von Tarifverträgen und auch keine Standortschließungen. Deshalb klare Ansage, wir wollen ein Zukunftskonzept für alle Stahlstandorte in Duisburg, inklusive der HKM, aber auch für die Standorte in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb war heute hier diese machtvolle Demonstration.